Sieh da, eine der drei Grazien auf dem Fahrrad. Zwar keine Rose, aber immerhin ist es die Farbe der Liebe. Bitte schön, Frau Susanne. Sie sind ja heute so poetisch, Herr Doktor. Wie kommt das? Weil Sonnabendnachmittag ist und ich keine Sprechstunde habe, falls Sie mich nicht konsultieren wollen. Nein, glücklicherweise nicht. Onkel Stahl hat plötzlich einen fürchterlichen Rheumaanfall und ich muss ihm sein Mittel aus der Apotheke holen. Oh, das tut mir aber leid. Dann kann er ja gar nicht zum Ernteball gehen. Aber Sie werden doch hingehen. Ach, so ganz allein. Sie kümmern sich ja auch nicht um mich. Sie widmen sich langsam, doch nur... Langsam, langsam. Ich muss Sie leider enttäuschen. Nichts von alledem wird geschehen. Ich gehe gar nicht erst hin. Sehen Sie, wenn nicht einmal Sie da sind. Also, auf Wiedersehen, Herr Doktor. Und schönen Dank für die Blume. Grüßen Sie Fräulein Dr. Wallner von mir, bitte. Ja? Wenn ich es nicht vergesse. So, Fräulein Susanne, 3,80 macht es dann. Na, haben Sie sich schon ein hübsches Kleid genäht für morgen für den Ernteball? Ich nähe meine Kleider nicht selbst und außerdem gehe ich gar nicht hin. Trösten Sie sich, ich gehe auch nicht hin. Sie auch nicht? Nein, ich habe morgen leider Sonntagsdienst. So, Sie haben Sonntagsdienst. Och, das tut mir aber leid. Auf Wiedersehen, Fräulein Doktor. Wiedersehen. Ach, Fräulein Susanne. Ja, was ist? Falls Sie Dr. Brock sehen, grüßen Sie ihn bitte von mir, ja? Gern, wenn ich nicht vergesse. Die Schmerzen sind ja hartnäckig, ja, als das Finanzamt. Herr Gonkelchen, ich denke, du liegst im Bett. Was machst du denn noch hier? Merkst du nicht, wie kalt es ist? Du wirst deine Lungenentzündung holen. Hör schon auf! Ich hab den Kopf schon sowieso so voll, diese wildere Geschichte. Ach, du meinst die Fallen, die in unserem Gemeindewald aufgestellt sind? Ja. Die Fallen oder die Schlingen, genau wissen wir es noch nicht. Jedenfalls ist bis jetzt mindestens ein Dutzend Stück Rotwild verschwunden. Alles gesunde Tiere. Es muss ein besonders gewissenloser Kerl sein, ja, der dazu fähig ist. Ja, das kann man wohl sagen. Ach, schon wieder Pilze. Kannst du nicht mal ein Stück Fleisch mit nach Hause bringen? Kein Geld. Ja, dann verkauf doch endlich das olle Brachland da oben am Moor. Aber dazu bist du viel zu ungeschickt. Was ich mit dem Stück Land tue, das lass mal meine Sorge sein, ja? Na, irgendwie kommt mir das sowieso schon sehr komisch vor, diese ewige Pilzesammelei. Wieso komisch? Ich mag Pilze. Na schön, dann lauf weiter in den Wald. Wer weiß, ob du da wirklich Pilze suchst. Was heißt das? Wie meinst du das? Du weißt genau, was ich damit meine. Du spinnst ja. Was du meinst, damit habe ich nichts zu tun. Da sind ganz andere hinterher. Menschenskind, erschreck doch einen nicht so mit deiner verdammten Schleicherei. Du hast doch immer gesagt, ich soll leise sein. Ja, schon gut. Was ist denn? Da war einer bei unserer Falle. Was? So ein Großer mit einer Joppe und einer Schirmmütze. Schirmmütze? Das tragen hier alle. Ja, mit so einem alten Fahrrad, so einem hochbeinigen Ding. Fahrrad? Dann war es der Vogt. Ist das gefährlich? Sei doch nicht so nervös. Nimm dich ein bisschen zusammen. Mich kennen die Leute hier. Ich habe hier was zu verlieren. Ach, und ich nicht? Bis jetzt hast du dabei doch nur gewonnen, oder? Naja, schon. Also, du, das sage ich dir. Wenn du durchdrehst, verschaffe ich dir ein paar Jahre Urlaub auf Staatskosten. Ich weiß genug von dir. Vergiss doch endlich die alte Geschichte. Na schön. Sie würde mir nur einfallen, wenn im falschen Moment dir plötzlich einfällt, dass du mich kennst. Ich denke ja gar nicht dran. Dann ist es gut. Was machen wir nun mit dem Vogt? Der kommt uns wie gerufen. Und wenn er unsere Fallen entdeckt? Du bist doch ein Hasenfuß. Dann hau ihm gehörig auf die Finger, verstehst du?
Je öfter man ihn im Wald sieht, desto besser ist es für uns. Vor 10 oder 12 Jahren stand er auch schon mal im Verdacht, ein paar kleine Fallen aufgestellt zu haben. Ach, hätte ich dem gar nicht zugetraut. Ach, er weiß ja auch nicht. Aber du weißt doch, ein kleiner Verdacht und plötzlich fällt allen die alte Geschichte wieder ein. Wir müssen nur aufpassen, dass er sich nicht so sehr für unsere Fallen interessiert. Wir werden ihm schnellstens den Wald vergraulen. Wie willst du das machen? Du Anfänger. Das mache ich so, dass der in Verdacht kommt. Und wir können in Ruhe arbeiten. Und morgen klappern wir unsere Fallen ab. Wieso morgen? Heute ist es zu gefährlich. Morgen sind alle auf dem Ernteball und da sind wir ungestört. Wie du meinst. Wir treffen uns um 5 Uhr Nachmittag an der nördlichen Kreuzung. Vorher lasse ich mich ein bisschen auf den Ball sehen. Dabei wollte ich gar nicht auf den Ernteball. Glauben Sie, ich wollte? Aber ich wollte, und das ist doch entscheidend. Das haben wir gemerkt. Wir Männer sind eben... Kavaliere. Vielen Dank, so können wir das auch nennen. Also sagt, was ihr wollt. Seit mehr als 10 Jahren hat es solche Schweinerei bei uns nicht mehr gegeben. Ich wundere mich, dass sich das heute noch rentiert. Schließlich hat jeder genug auf dem Tisch. Haben Sie eine Ahnung, meine Herren? Wildfleisch ist eine Delikatesse und wird gut bezahlt. Wer sich gewerbsmäßig auf die Lieferung von Wildfleisch legt, verdient nicht schlecht dabei. Die Sauerei ist es trotzdem. Wir haben nur ein paar Stück jedes Jahr zum Abschuss. Und wenn die von so einem Kerl abserviert werden... Ist es mit der weitgerechten Jägerei vorbei? Tja, da muss eben mal die Behörde eingreifen. Hat man denn gar keine Spur von dem Kerl? Der muss aus unserer Gegend sein, das ist klar. Sonst würde er nicht die richtigen Zellen hier im Wald wissen. Ja. Ich wüsste schon jemand, der dafür in Frage kommt. Meine Herren, darf man sich da ein bisschen drunter mischen? Ein Bier. Ich habe nämlich gehört, was die Herren da eben so debattiert haben. Musst aber feine Ohren haben, Brammler. Hab ich auch, mein Lieber, hab ich. Ihr solltet mal darüber nachdenken, wer schon früher mal so einschlägig tätig gewesen ist. Ich meine, was die Geschichte da im Wald angeht. Sag mal, was drehst du dich denn dauernd um? Ist was? Sei doch nicht so neugierig. Ich weiß nicht, was sollen wir eigentlich hier? So dicke haben wir es doch auch nicht. Hättest du lieber deine Frau mitgenommen. Du weißt genau, dass sie nicht frei bekommen hat. Die ist in der Bahnhofsküche viel besser aufgehoben. Ja, es ist überhaupt eine Schande, dass sie noch arbeiten muss. Ich meine, so viel kann sie gar nicht verdienen, dass ihr eure Schulden damit bezahlen könnt. Du hör schon auf zu meckern! Sie müssen sich noch etwas gedulden, Herr Vogt. In etwa 3 bis 4 Stunden kann ich Ihnen endgültig Bescheid geben. Na, dann also nicht. Dann geh ich noch mal nach Hause und komm nachher wieder. Gut, bis später. Wir sollten ihn vielleicht mal fragen. Richtig. Nicht doch, meine Herren. Sie können doch nicht auf einen bloßen Verdacht hin jemanden... Was mischen Sie sich denn da ein, Herr Schulmeister? Sie sind doch erst seit 2 oder 3 Jahren bei uns ansässig. Wie können Sie denn überhaupt wissen, wer da noch vor 10 oder 12 Jahren als Wilderer verdächtig war? Lass doch, Herbert. Die meinen doch nicht dich. Doch, meinen die mich. Was ist los? Was wollt ihr von mir? Oh, wir haben nur mal so über die Wilderer-Geschichte nachgedacht. Na und? Warum standen Sie dabei immer zu mir rüber? Als ich Sie vorhin so ganz zufällig, so plötzlich sah, da musste ich an etwas denken. Wenn Sie auf die alte Geschichte anspielen, da verstehe ich keinen Spaß. Kann ich mir denken. Passiert ist ja wohl schon genug, dass man sich da so einiges zusammenreimen könnte, wer der Täter ist. Du Schuft! Willst du etwa behaupten, dass ich... Wer rennt denn jeden Tag im Wald herum und macht sich da zu schaffen, hä? Was? Seht ihn doch an, wie er plötzlich blass wird. Erst gestern hatte ich jemand gesehen im Wald mit einem Sack und dem Fahrrad. Als ob das nicht verdächtig genug wäre. So ein Lump. Da haben wir ja den Wilderer. Ist das wahr? Seid ihr denn verrückt geworden? Jetzt auf! Geht! Seid doch gelassen! Los hier! Jetzt seid ihr denn verrückt geworden! Seht ihr euch nicht, hier auf dem Erntefest einen Streit vom Zaun zu brechen? Idiot. Was starren Sie mich denn so an? Wollen Sie mir vielleicht wieder ein Ding verpassen? Sie sind doch schuld daran, dass es mir so dreckig geht. Dreckig geht es Ihnen also? Ach, und was hat das mit der Sache zu tun, um die es da eben ging? Hören Sie bloß mit Ihrer Fragerei auf. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Auch davon war nicht die Rede, Herr Brammler. Soweit ich mich erinnere, habe ich überhaupt nichts gesagt.
Scheren Sie sich zum Teufel! Was ist, Herr Doktor? Ich bin nur Luft für Sie. Stimmt. Aber da ich ohne Luft nicht leben kann, ist Ihre Gegenwart sehr wichtig für mich. Genau das habe ich mir für den heutigen Tag gewünscht. Verdammte Schweinerei. Das ist aber nur ein Notverband, Herr Vogt. Sie müssen damit noch zum Doktor gehen und es ihm zeigen. Ja, ja, mache ich schon. Was bin ich Ihnen schuldig? Eine Elastikbinde und Tupfer 1,50, Herr Vogt. Zahlen Sie es doch später. Na, willst du denn gehen? Ich habe ja das Fahrrad dabei. Entschuldigen Sie, dass ich Sie auch am Sonntag sogar belästige. Das macht doch nichts, ich habe doch Sonntagsdienst. Geh mal eben zum Tombola. Bitte. Doch. Das finde ich mal gar nicht schön von Ihnen, dass Sie sich hier so hemmungslos mit der kleinen Stockmann amüsieren. Wo zu Hause eine gewisse junge Dame sitzt und still vor sich hin weint. Bei uns zu Hause? Ach Quatsch, Sie wissen doch ganz genau, was ich meine. Fräulein Dr. Wallner in Ihrer Apotheke Ach, natürlich. Ach ja, ja, da haben Sie recht. Sie hat heute Sonntagsdienst, das ist wirklich ein bisschen traurig. Sie wollen? Ich mache hier einen kleinen Besuch. Entschuldigen Sie mich, Herr Bürgermeister. Nur einen Augenblick. Auch bei Susanne, ja? Bitte, bitte. Das mache ich schon. Wo ist denn der Herr Doktor? Fortgegangen. Denken Sie mal. Eine Art Krankenbesuch machen. Einen Krankenbesuch? Worum handelt es sich denn? Um eine Herzgeschichte. Was haben Sie denn da gewonnen? Eine Babyklappe. Aber wie komme ich jetzt zu einem... Fräulein Stockmann. Ersatz für Dr. Brock. Oh nein, so eine Überraschung. Eine schöne Empfehlung von der Kirmes, Fräulein Doktor. Das ist aber lieb von Ihnen. Ja. Und dass Sie mal hereinschauen, ist noch viel netter. Ich danke Ihnen. Was heißt hereinschauen? Ich möchte eine Tasse Kaffee. Ja, kommen Sie. Dann hat Vogt Sie ja gar nicht angetroffen, wenn Sie auf dem Ernteball waren. Vogt? Mhm. Er hat eine unangenehme Beinverletzung. Er ist vom Rad gestürzt. Vom Rad gestürzt? Ja, ich habe ihn... Wo ist er hingefahren? Nach Haus. Nach Haus? Das muss ich mir mal ansehen. Ich komme nachher noch mal vorbei. Verzeihen Sie bitte, ja? Ja, aber sicher. Kümmern Sie sich erst mal um Vogt. Ja. Was ist das da? Willst du etwa abstreiten, dass das eine Falle ist? Das sehe ich auch, dass das eine Falle ist. Ich bin doch nicht blind. Aha, also ist es wahr. Also hat der Brammler recht. Du bist der Wilderer. Wenn du nicht sofort ruhig bist. Na, was denn dann? Willst du mich auch umbringen wie die armen Tiere da im Wald draußen? Ich habe Pilze gesucht. Ach, wohl mit dem Ding da eingefangen, was? Hör auf, wenn die Leute dein altes Schandmal hören, dann glauben sie womöglich was. Was glauben die Leute? Ich. Die Falle gehört mir nicht, Herr Doktor. Ich schwör's Ihnen. Zeigen Sie ihn nicht an, Herr Doktor. Bitte. Mein Schwiegersohn hat Geldsorgen. Und da ist er aus lauter Verzweiflung wohl auf diesen Gedanken. Hör auf mit dem Unsinn! Es ist bestimmt nicht meine Falle, Herr Doktor. Ich habe sie gefunden im Wald vorhin. Ich bin direkt hineingetreten. Hier, sehen Sie meinen Fuß. Soll sie mir schlimm aussehen, sagte mir Fräulein Dr. Wallner. Halb so wild. Der Schuh hat das meiste abgefangen. Außerdem kenne ich mich aus mit Fallen. Sagen Sie selbst, Herr Doktor,
wäre ich dann in meine eigene Falle getreten, das tut auch kein vernünftiger Mensch. Haben Sie denn irgendeine Spur gefunden? Irgendetwas Verdächtiges? Nichts. Ich hätte Sie vielleicht nicht mitnehmen sollen, aber ich war so durcheinander, als dieser Brammler mich vor allen Leuten so verdächtigt hat. Sie haben recht. Die Falle muss an ihren Platz zurück, sonst ist der Täter gewarnt. Soll ich Sie wieder hinbringen? Nein, warten Sie. Wenn Sie mir den Platz genau beschreiben, mache ich das. Da Sie die Falle gefunden haben, wird man auf Sie besonders aufpassen. Na, was habe ich dir gesagt? Es ist still hier wie in der Kirche. Das ganze Dorf ist auf dem Ball und zerreißt sich das Maul über den Vogt. Sie haben einen Verdächtigen und wir können in Ruhe arbeiten. Denkste, die Falle ist weg. Was? Weg? Ja, ich habe genau nachgesehen. Das ganze Lauf ist aufgewühlt. Kannst dich selbst überzeugen. Das hat uns der Vogt eingebrockt. Na warte, wir müssen dieser... Fallensteller, das ist gut. Wieso ich? Sie haben doch die Falle bei sich. Ich wollte bloß... Wer ist der andere, der weggelaufen ist? Der holt die Polizei. Das ist gut, dass du sie holt. Brauche ich sie nicht holen. Warte, Bürschchen, du kommst mit. So, raus mit der Sprache. Wer war der andere? Brammler? Nein, bestimmt nicht. Den kenne ich nicht. Los! Das mit dem Krankenbesuch dauert aber lange, Frau Klaasen. Wo ist Dr. Brock denn nun wirklich, Frau Klaasen? Tja, also ich glaube... Jetzt weiß ich's. Er ist zur Apotheke gefahren. Also, das ist doch... Was ist das, Mindern? Ist der Herr Doktor schon wieder zurück? Zurück? Von wo zurück? Na, der ist doch in den Wald gegangen. Und dann wollte er mit dem Herrn Bürgermeister sprechen. Mit mir? Weswegen denn? Na, wissen Sie das nicht, Herr Bürgermeister? Was soll ich wissen? Erst heißt es, Dr. Brock geht zur Apotheke, dann heißt es, er ist im Wald. Was geht hier eigentlich vor? Herr Bürgermeister Stahl? Herr Dr. Brock bittet Sie, ins Nebenzimmer zu kommen, Herr Bürgermeister. Na also, da ist er doch da. Am besten, Sie kommen gleich mit, Herr Vogt. Entschuldigen Sie, Herr Bürgermeister, wenn ich Sie hierher gebeten habe, aber ich wollte jedes Aufsehen vermeiden. Ja, ja, aber ich verstehe einen nicht. Einen Augenblick, hier. Hier, diese Falle wurde im Wingerfelder Gemeindewald gefunden. Vermutlich gehört sie dem Winti. So eine Gemeinheit. Mit solchen Mordinstrumenten wehrlose Tiere zu Tode zu quälen, da müsste man doch... Bürgermeister, ich kann Ihre Erregung verstehen, aber wir müssen jetzt klaren Kopf behalten. Hier, Herr Vogt hat die Falle gefunden. Ja, ist noch gar keine 2 Stunden her. Ich bin gleich nach dem Streit mit Brammler... Gleich, Herr Vogt. Dieser Mann ist vermutlich der Fallensteller. Das ist nicht wahr, das ist gelogen. Hier, er hat die Falle im Wald verstecken wollen. Und als ich zufällig vorbeikam, reden Sie gefälligst erst, wenn Sie gefragt sind. Also mal raus mit der Sprache. Wer sind Sie, wie heißen Sie und wo kommen Sie her? Sie haben doch gar kein Recht, mich zu verhören. Wer sind Sie überhaupt? Das ist der Landarzt von Wingefeld und ich bin der Bürgermeister. Genügt Ihnen das? Also los, antworten Sie. Was haben Sie im Wingefelder Gemeindewald verloren? Spazieren gehen vielleicht verboten? Spazieren gehen? Angefallen hat er mich niedergeschlagen, als ich die Falle zurückbringen wollte. Und ein zweiter ist getürmt. Wer war der Mann? Weiß ich doch nicht. Kann doch nicht jeden kennen, der hier im Wald rumläuft. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich habe nur gesehen, dass dieser Mann da im Wald eine Falle aufstellen wollte. Dass unser Doktor der Wilddieb sein soll, das haben Sie schon mal angedeutet. Kommissar Vogt, kennen Sie diesen Mann? Ja, ich bin gestern im Wald begegnet. Ich irre mich bestimmt nicht. So, mein Lieber, das genügt. Alles andere können Sie dann der Polizei erzählen. Ich habe den Wachtmeister Karl im Saal gesehen. Ich hole ihn mal her. Ist gut, Herr Bürgermeister. Leider ist uns nur ein kleiner Fisch ins Netz gegangen. Der eigentliche Drahtzieher fehlt uns noch. Warten Sie mal. Den finden wir auch noch. Mit Köpfchen, Freunde, kann man alles. Wenn ihr glaubt, der Brammler ist auf den Kopf gefallen,
Da seid ihr aber auf dem Holzweg. Herr Brammler, könnten Sie uns mit Ihrem Köpfchen vielleicht helfen, den Wilddieb zu fangen? Ja, warum nicht? Na, dann kommen Sie mal mit. Mitkommen? Hui. Was heißt das? Das erfahren Sie früh genug. Das sind ja eigenartige Methoden. Machen Sie keine fiese Patenten. Es handelt sich hier um die Fallenstellerei. Wir haben ein paar Fragen an Sie zu richten. Wegen der Fallenstellerei? Was hat denn der Brammler damit zu tun? Also doch. Ein paar Fragen, ja? Bitte, von mir aus. Ich komme gleich wieder. Hier diesen Mann festnehmen. Er ist der Fallenstellerei dringend verdächtig. Und außerdem hat er Herrn Dr. Brock angefallen. Kann ich mal Ihren Personalausweis sehen? Habe ich nicht bei mir. Habe ich mir beinahe gedacht. Wie heißen Sie? Fitzek, Hein Fitzek. Und wo wohnen Sie? Ja, ich wollte gerade umziehen. Früher wohnte ich in Hamburg. Damit haben Sie wohl nicht gerechnet, Herr Brammler, dass Sie Ihren Komplizen hier wieder treffen. Was reden Sie da? Wollen Sie etwa abstreiten, dass Sie mit dem Mann zusammen im Wald waren? Sie sind doch weggelaufen, als er mich niederschlug. Ich glaube, Ihre Nerven sind etwas überreizt, Doktorchen. Ich habe Sie doch mit eigenen Augen gesehen. Ach, wirklich? Sie sind doch getürmt, Sie Feigling, und den haben Sie da in der Tinte sitzen lassen. Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Der Mann ist fremd hier und genau an den richtigen Stellen legt er seine Fallen. Und plötzlich mitten im Wald überfällt er einen Mann, von dem er annehmen muss, dass er seine Pläne durchkreuzt. Da kann doch nur ein Einheimischer dahinter stecken. Ach. Und da kommt ihr automatisch auf Brammler. Weil der Herr Doktor schon mal auf mich losgegangen ist, bin ich jetzt wieder das schwarze Schaf. Mit mir nicht, meine Herren. Nicht mit Brammler. Hören Sie auf mit dem falschen Zungenschlag. Sie haben damals mit Ihrer Kurpfuscherei ein Menschenleben gefährdet. Und wie viel weniger kommt es Ihnen jetzt auf wehrlose Tiere an? Was? Mir werfen Sie vor, ich hätte was gegen Tiere? Ich, der ich keiner Fliege was so leide tun kann. Ist das der Mann, der Sie angestiftet hat? Ich kenne den Mann nicht. Und Sie waren noch nicht zusammen im Wald? Nein. Sie brauchen doch keine Angst zu haben. Brammler lässt Sie bestimmt sitzen und Sie müssen alles allein ausbaden. Ich protestiere gegen diese Methoden, Herr Wachmeister. Treiben Sie sich zu weit, Brammler. Sie brauchen mich nicht über die Bestimmungen aufzuklären, die kenne ich zu Genüge. Da dies kein ordentliches Verfahren ist, gestatten Sie, meine Herren, dass ich jetzt gehe. Gehaben Sie sich wohl. Was ist denn nun? Ist Brammler frei? Ist er das denn nicht gewesen? Das ist der Fallensteller, aber beruhigt euch jetzt, Leute. Es wird ein ordentliches Gerichtsverfahren geben. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Ich bringe Sie aufs Kreiskommissariat und dort werden Sie morgen früh verhört. Sie halten sich bitte auf für morgen bereit. Schweine, wer ist das überhaupt? Nie gesehen. Und Brammler hat mit der Sache wirklich nichts zu tun? Natürlich hat er damit zu tun. Ich bin sogar davon überzeugt, dass er der Anstifter ist. Aber im Augenblick ist ihm nichts nachzuweisen. Na sowas. Keine tolle Sache. Dass der Brammler sich wieder mal aus der Schlinge ziehen konnte. Gottes Mühlen mal langsam, aber sicher, lieber Herr Fucht. Sie haben jedenfalls die ganze Sache ins Rollen gebracht. Dafür habe ich auch bluten müssen. Ja, ich bin auch nicht ganz schmerzlos davon gekommen. Also, Herbert, ehrlich, dass du die Fallen gestellt haben sollst, habe ich mir niemals in Wirklichkeit denken können. Nee, du denkst ja überhaupt nur das Beste von mir, nicht? Sie haben ihn richtig festgenommen? Ich bin stolz auf Sie, Herr Doktor. Das lassen Sie nicht meine gute Helene hören. Für stolz auf mich ist nämlich nur Sie zuständig. Also, das habe ich gern. Sich am Kirmessonntag auch noch herumprügeln. Und dass Ihnen das auch noch Spaß macht, Herr Doktor, das wundert mich aber mächtig. Wenn ich Sie dabei gehabt hätte, Helenchen, wäre auch bestimmt der Zweite nicht entwischt. Und den fassen wir auch noch. Das nächste Mal komme ich nämlich mit. Ja. Damit deine Neugierde endlich befriedigt wird. Was für eine Neugierde? Wer der Mann war, mit dem ich vorhin verhandelt habe. Na, wer war's denn? Der neue Besitzer meines Brachlandes. Wir waren so nicht einig. Jetzt zahlt er mir 4.000 Mark bar auf die Hand. Ach, Junge, deine Frau fällt ja in Ohnmacht vor Freude. Die Schulden sind wir los. Komm, ich spendiere dir ein Eisbein. Nun sieh mal, guck, eine Fata Morgana. So, das finde ich eine Überraschung. Haben Sie Ihre Apotheke einfach zugeschlossen? Keine Spur, aber ich habe jemanden, der mich ein paar Stunden vertritt. Das ist ja großartig. Da können wir gleich das Tanzbein schwingen. Ist Ihnen wirklich nichts passiert? Was denn? Das wissen Sie auch schon? Ja, man hat mich angerufen und hat es mir erzählt. Darum bin ich hierher gekommen. Vielen Dank für einen Anruf, Fräulein Susanne. Was Sie haben? Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, Sie wären zu Fräulein Dr. Wallner gefahren. Und die Arme hat heute Sonntagsdienst, wer Sie uns amüsieren. Na ja, da dachte das ich... Das finde ich großzügig, Susanne. Dafür haben Sie bei mir mindestens 3 Tänze gut. Dankeschön. Aber erst kommt die Apotheke an die Reihe. Und dann das Bürgermeisteramt. Kommen Sie, gehen wir rüber. Bitte schön. Das muss ich doch sehen.
Sie müssen sich noch etwas gedulden, Herr Vogt. In etwa 3 bis 4 Stunden kann ich Ihnen endgültig Bescheid geben. Na, dann also nicht. Dann gehe ich noch mal nach Hause und komme nachher wieder. Gut, bis später. Wir sollten ihn vielleicht mal fragen. Richtig. Nicht doch, meine Herren. Sie können doch nicht auf einen bloßen Verdacht hin jemanden... Was mischen Sie sich denn da ein, Herr Schulmeister? Sie sind doch erst seit 2 oder 3 Jahren bei uns ansässig. Wie können Sie denn überhaupt wissen, wer da noch vor 10 oder 12 Jahren als Wilderer verdächtig war? Lass doch, Herbert. Die meinen doch nicht dich. Doch, meinen die mich. Was ist los? Was wollt ihr von mir? Oh, wir haben nur mal so über die Wilderer-Geschichte nachgedacht. Na und? Warum standen Sie dabei immer zu mir rüber? Als ich Sie vorhin so ganz zufällig, so plötzlich sah, da musste ich an etwas denken. Wenn Sie auf die alte Geschichte anspielen, da verstehe ich keinen Spaß. Kann ich mir denken. Passiert ist ja wohl schon genug, dass man sich da so einiges zusammenreimen könnte, wer der Täter ist. Du Schuft! Willst du etwa behaupten, dass ich... Wer rennt denn jeden Tag im Wald herum und macht sich da zu schaffen, hä? Was? Seht ihn doch an, wie er plötzlich blass wird. Erst gestern hatte ich jemand gesehen im Wald mit einem Sack und dem Fahrrad. Als ob das nicht verdächtig genug wäre. So ein Lump. Da haben wir ja den Wilderer. Ist das wahr? Seid ihr denn verrückt geworden? Ach, jetzt seid ihr mal aus. Seid ihr denn verrückt geworden? Schämt ihr euch nicht, hier auf dem Erntefest einen Stein vom Zaun zu brechen? Was starren Sie mich denn so an? Wollen Sie mir vielleicht wieder ein Ding verpassen? Sie sind doch schuld daran, dass es mir so dreckig geht. Dreckig geht es Ihnen also? Ach, und was hat das mit der Sache zu tun, um die es da eben ging? Hören Sie bloß mit Ihrer Fragerei auf. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Auch davon war nicht die Rede, Herr Bramler. Soweit ich mich erinnere, habe ich überhaupt nichts gesagt. Scheren Sie sich zum Teufel! Was ist, Herr Doktor? Ich bin wohl Luft für Sie. Stimmt. Aber da ich ohne Luft nicht leben kann, ist Ihre Gegenwart sehr wichtig für mich. Genau das habe ich mir für den heutigen Tag gewünscht. Verdammte Schweinerei. Dreckig geht es Ihnen also. Ach, und was hat das mit der Sache zu tun, um die es da eben ging? Hören Sie bloß mit Ihrer Fragerei auf. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Auch davon war nicht die Rede, Herr Bramler. Soweit ich mich erinnere, habe ich überhaupt nichts gesagt. Scheren Sie sich zum Teufel. Was ist, Herr Doktor? Ich bin wohl Luft für Sie. Stimmt. Aber da ich ohne Luft nicht leben kann, ist Ihre Gegenwart sehr wichtig für mich. Genau das habe ich mir für den heutigen Tag gewünscht. Verdammte Schweinerei. Thank you.
Das ist aber nur ein Notverband, Herr Vogt. Sie müssen damit noch zum Doktor gehen und es ihm zeigen. Ja, ja, mache ich schon. Was bin ich Ihnen schuldig? Eine Elastikbinde und Tupfe 1,50, Herr Vogt. Zahlen Sie es doch später. Na, willst du denn gehen? Ich habe ja das Fahrrad dabei. Entschuldigen Sie, dass ich Sie auch am Sonntag sogar belästige. Das macht doch nichts, ich habe doch Sonntagsdienst. Ich gehe mal eben zum Tombola. Hm, doch, doch. Das finde ich mal gar nicht schön von Ihnen, dass Sie sich hier so hemmungslos mit der kleinen Stockmann amüsieren, wo zu Hause eine gewisse junge Dame sitzt und still vor sich hin weint. Bei uns zu Hause? Ach, Quatsch. Das ist aber nur ein Notverband, Herr Vogt. Sie müssen damit noch zum Doktor gehen und es ihm zeigen. Ja, ja, mache ich schon. Was bin ich Ihnen schuldig? Eine Elastikbinde und Tupfe 1,50, Herr Vogt. Zahlen Sie es doch später. Na, willst du denn gehen? Ich habe ja das Fahrrad dabei. Entschuldigen Sie, dass ich Sie auch am Sonntag sogar belästige. Das macht doch nichts, ich habe doch Sonntagsdienst. Geh mal eben zum Tombola. Hm, doch, doch. Das finde ich mal gar nicht schön von Ihnen, dass Sie sich hier so hemmungslos mit der kleinen Stockmann amüsieren, wo zu Hause eine gewisse junge Dame sitzt und still vor sich hin weint. Bei uns zu Hause? Ach Quatsch, Sie wissen doch ganz genau, was ich meine. Fräulein Dr. Wallner in Ihrer Apotheke natürlich. Ach, ja, ja, da haben Sie recht. Sie hat heute Sonntagsdienst, das ist wirklich ein bisschen traurig. Sie wollen? Ich mache hier einen kleinen Besuch. Entschuldigen Sie mich, Herr Bürgermeister, nur einen Augenblick. Auch bei Susanne, ja? Bitte, bitte. Das mache ich schon. Wo ist denn der Herr Doktor? Fortgegangen, denken Sie mal. Eine Art Krankenbesuch machen. Einen Krankenbesuch? Worum handelt es sich denn? Um eine Herzgeschichte. Was haben Sie denn da gewonnen? Eine Babyklappe. Aber wie komme ich jetzt zu einem... Fräulein Stockmann. Ersatz für Dr. Brock. Oh nein, so eine Überraschung. Eine schöne Empfehlung von der Kirmes, Fräulein Doktor. Das ist aber lieb von Ihnen. Ja. Und dass Sie mal hereinschauen, ist noch viel netter. Ja. Ich danke Ihnen. Was heißt hereinschauen? Ich möchte eine Tasse Kaffee. Ja, kommen Sie. Dann hat Vogt Sie ja gar nicht angetroffen, wenn Sie auf dem Ernteball waren. Vogt? Mhm. Er hat eine unangenehme Beinverletzung. Er ist vom Rad gestürzt. Vom Rad gestürzt? Ja, ich habe ihn... Wo ist er hingefahren? Nach Haus. Nach Haus? Das muss ich mir mal ansehen. Ich komme nachher noch mal vorbei. Verzeihen Sie bitte, ja? Ja, aber sicher. Kümmern Sie sich erst mal um Vogt. Ja. Was ist das da? Willst du etwa abstreiten, dass das eine Falle ist? Das sehe ich auch, dass das eine Falle ist. Ich bin doch nicht blind. Aha, also ist es wahr. Also hat der Brammler recht. Du bist der Wilderer. Wenn du nicht sofort ruhig bist. Na, was denn dann? Willst du mich auch umbringen wie die armen Tiere da im Wald draußen? Ich habe Pilze gesucht. Ach, wohl mit dem Ding da eingefangen, was? Hör auf, wenn die Leute dein altes Schandmal hören, dann glauben sie womöglich... Was noch... glauben die Leute? Ich... Die Falle gehört mir nicht, Herr Doktor. Ich schwör's Ihnen. Zeigen Sie ihn nicht an, Herr Doktor. Bitte. Du willst meinen Stein vom Zaun zu brechen! Idiot. Was starren Sie mich denn so an? Wollen Sie mir vielleicht wieder ein Ding verpassen? Sie sind doch schuld daran, dass es mir so dreckig geht. Dreckig geht es Ihnen also? Ach, und was hat das mit der Sache zu tun, um die es da eben ging? Hören Sie bloß mit Ihrer Fragerei auf. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Auch davon war nicht die Rede, Herr Brammler. Soweit ich mich erinnere, habe ich überhaupt nichts gesagt. Scheren Sie sich zum Teufel! Was ist, Herr Doktor? Ich bin wohl Luft für Sie. Stimmt. Aber da ich ohne Luft nicht leben kann, ist Ihre Gegenwart sehr wichtig für mich. Genau das habe ich mir für den heutigen Tag gewünscht.
verdammte Schweinerei. Nur ein Notverband, Herr Vogt. Sie müssen damit noch zum Doktor gehen und es ihm zeigen. Ja, ja, mache ich schon. Was bin ich Ihnen schuldig? Eine Elastikbinde und Tupfe 1,50, Herr Vogt. Zahlen Sie es doch später. Na, willst du denn gehen? Ich habe ja das Fahrrad dabei. Entschuldigen Sie, dass ich Sie auch am Sonntag sogar belästige. Das macht doch nichts. Ich habe doch Sonntagsdienst. Fahrrad dabei. Entschuldigen Sie, dass ich Sie auch am Sonntag sogar belästige. Das macht doch nichts, ich habe doch Sonntagsdienst. Ich gehe mal eben zum Tombola. Doch. Das finde ich mal gar nicht schön von Ihnen, dass Sie sich hier so hemmungslos mit der kleinen Stockmann amüsieren, wo zu Hause eine gewisse junge Dame sitzt und still vor sich hin weint. Bei uns zu Hause? Ach Quatsch, Sie wissen doch ganz genau, was ich meine. Fräulein Dr. Wallner in Ihrer Apotheke Ach, natürlich. Ja, ja, da haben Sie recht. Sie hat heute Sonntagsdienst, das ist wirklich ein bisschen traurig. Sie wollen? Ich mache hier einen kleinen Besuch. Entschuldigen Sie mich, Herr Bürgermeister, nur einen Augenblick. Auch bei Susanne, ja? Bitte, bitte. Das mache ich schon. Wo ist denn der Herr Doktor? Fortgegangen, denken Sie mal. Eine Art Krankenbesuch machen. Einen Krankenbesuch? Worum handelt es sich denn? Um eine Herzgeschichte. Was haben Sie denn da gewonnen? Eine Babyklappe. Aber wie komme ich jetzt zu einem... Fräulein Stockmann. Ersatz für Dr. Brock. Ach. Oh nein, so eine Überraschung. Eine schöne Empfehlung von der Kirmes, Fräulein Doktor. Das ist aber lieb von Ihnen. Ja. Und dass Sie mal hereinschauen, ist noch viel netter. Ja. Ich danke Ihnen. Was heißt hereinschauen? Ich möchte eine Tasse Kaffee. Ja, kommen Sie. Dann hat Vogt Sie ja gar nicht angetroffen, wenn Sie auf dem Ernteball waren. Vogt? Mhm. Er hat eine unangenehme Beinverletzung. Er ist vom Rad gestürzt. Vom Rad gestürzt? Ja, ich habe ihn... Wo ist er hingefahren? Nach Haus. Nach Haus? Das muss ich mir mal ansehen. Ich komme nachher noch mal vorbei. Verzeihen Sie bitte, ja? Ja, aber sicher. Kümmern Sie sich erst mal um Vogt. Ja. Was ist das da? Willst du etwa abstreiten, dass das eine Falle ist? Das sehe ich auch, dass das eine Falle ist. Ich bin doch nicht blind. Aha, also ist es wahr. Also hat der Brammler recht. Du bist der Wilderer. Wenn du nicht sofort ruhig bist. Na, was denn dann? Willst du mich auch umbringen wie die armen Tiere da im Wald draußen? Ich habe Pilze gesucht. Ach, wohl mit dem Ding da eingefangen, was? Hör auf, wenn die Leute dein altes Schandmaul hören, dann glauben sie womöglich was. Was glauben die Leute? Ich... Die Falle gehört mir nicht, Herr Doktor. Ich schwör's Ihnen. Zeigen Sie ihn nicht an, Herr Doktor. Bitte, mein Schwiegersohn hat Geldsorgen. Und da ist er aus lauter Verzweiflung wohl auf diesen Gedanken gekommen. Hör auf mit dem Unsinn. Es ist bestimmt nicht meine Falle, Herr Doktor. Ich habe sie gefunden im Wald vorhin. Ich bin direkt hineingetreten. Hier, sehen Sie meinen Fuß. Soll sie mich schlimm aussehen, sagte mir Fräulein Dr. Wallner. Halb so wild. Der Schuh hat das meiste abgefangen. Außerdem kenne ich mich aus mit Fallen. Sagen Sie selbst, Herr Doktor. Wäre ich dann in meine eigene Falle getreten, das tut doch kein vernünftiger Mensch. Haben Sie denn irgendeine Spur gefunden? Irgendetwas Verdächtiges? Nichts. Ich hätte Sie vielleicht nicht mitnehmen sollen, aber ich war so... Also sagt, was ihr wollt. Seit mehr als 10 Jahren hat es solche Schweinerei bei uns nicht mehr gegeben. Ich wundere mich, dass sich das heute noch rentiert. Schließlich hat jeder genug auf dem Tisch. Haben Sie eine Ahnung, meine Herren? Wildfleisch ist eine Delikatesse und wird gut bezahlt. Wer sich gewerbsmäßig auf die Lieferung von Wildfleisch legt,
Verdient nicht schlecht dabei. Die Sauerei ist es trotzdem. Wir haben nur ein paar Stück jedes Jahr zum Abschuss. Und wenn die von so einem Kerl abserviert werden, ist es mit der weitgerechten Jägerei vorbei. Tja, da muss eben mal die Behörde eingreifen. Hat man denn gar keine Spur von dem Kerl? Der muss aus unserer Gegend sein, das ist klar. Sonst würde er nicht die richtigen Zellen hier im Wald wissen. Ja. Ich wüsste schon jemand, der dafür in Frage kommt. Meine Herren, darf man sich da ein bisschen drunter mischen? Ein Bier. Ich habe nämlich gehört, was die Herren da eben so debattiert haben. Musst aber feine Ohren haben, Brammler. Hab ich auch, mein Lieber, hab ich. Ihr solltet mal darüber nachdenken, wer schon früher mal so einschlägig tätig gewesen ist. Ich meine, was die Geschichte da im Wald angeht. Sag mal, was drehst du dich denn dauernd um? Ist was? Sei doch nicht so neugierig. Ich weiß nicht, was sollen wir eigentlich hier? So dicke haben wir es doch auch nicht. Hättest du lieber deine Frau mitgenommen. Du weißt genau, dass sie nicht frei bekommen hat. Die ist in der Bahnhofsküche viel besser aufgehoben. Ja, es ist überhaupt eine Schande, dass sie noch arbeiten muss. Ich meine, so viel kann sie gar nicht verdienen, dass ihr eure Schulden damit bezahlen könnt. Du hör schon auf zu meckern! Sie müssen sich noch etwas gedulden, Herr Vogt. In etwa 3 bis 4 Stunden kann ich Ihnen endgültig Bescheid geben. Na dann also nicht. Dann geh ich noch mal nach Hause und komm nachher wieder. Gut, bis später. Wir sollten ihn vielleicht mal fragen. Richtig. Nicht doch, meine Herren. Sie können doch nicht auf einen bloßen Verdacht hin jemanden... Was mischen Sie sich denn da ein, Herr Schulmeister? Sie sind doch erst seit 2 oder 3 Jahren bei uns ansässig. Wie können Sie denn überhaupt wissen, wer da noch vor 10 oder 12 Jahren als Wilderer verdächtig war? Lass doch, Herbert. Die meinen doch nicht dich. Doch, meinen die mich. Was ist los? Was wollt ihr von mir? Oh, wir haben nur mal so über die Wilderer-Geschichte nachgedacht. Na und? Warum standen Sie dabei immer zu mir rüber? Als ich Sie vorhin so ganz zufällig, so plötzlich sah, da musste ich an etwas denken. Wenn Sie auf die alte Geschichte anspielen, da verstehe ich keinen Spaß. Kann ich mir denken. Passiert ist ja wohl schon genug, dass man sich da so einiges zusammenreimen könnte, wer der Täter ist. Du Schuft! Willst du etwa behaupten, dass ich... Wer rennt denn jeden Tag im Wald herum und macht sich da zu schaffen, hä? Was? Seht ihn doch an, wie er plötzlich blass wird. Erst gestern hatte ich jemand gesehen im Wald mit einem Sack und dem Fahrrad. Als ob das nicht verdächtig genug wäre. So ein Lump. Da haben wir ja den Wilderer. Ist das wahr? Seid ihr denn verrückt geworden? Ach.